Guten Tag und willkommen zurück hier bei Dying Light 2. Ich habe hier gesehen, hey, es gibt hier irgendwie so eine, sowas ähnliches wie eine Leiter. Bin dann hier hochgegangen. Dachte mir dann so, ja, vielleicht ist die letzte Person hier, aber dann kam ich hier einfach nur wieder raus und dachte ich mir so, Moment mal. Was ist, wenn wir hier irgendwie noch weiter hochklettern können? Und... ja, es geht. Ich bin... einen Moment, ich werde direkt mit euch dahin laufen. Ich bin bis hier drüben gekommen. So. Bis hier und nochmal hier rechts. Bis hierhin bin ich gelaufen und habe mir dann gedacht, Moment mal, bevor ich hier jetzt weitergehe, mache ich das lieber on-cam. Und falls wir ganz oben... oder vielleicht kommen wir auch nicht nach ganz oben. Wahrscheinlich eher nicht, weil das ist ja so eine Spitze. Ich denke nicht, dass wir bis da nach ganz oben kommen werden. Aber egal. Wir werden auf jeden Fall aufs Dach kommen, denke ich. Und falls wir da niemanden antreffen sollten, mit dem wir reden müssen, würde ich dann einfach nochmal Offcam suchen. Aber ich wollte das hier auf jeden Fall auf... ja... wollte das hier auf jeden Fall aufnehmen. Oh Mann, ey. Es geht schon wieder gut los. Ich merke es. Ihr merkt es auch. Ich hätte eigentlich... Alter! What? Du sollst ja einfach nur auf dem Vorsprung landen. Ich hätte eigentlich schon wieder Bock, die Aufnahme neu anzufangen, weil mir Anfang schon wieder nicht gut gefallen hat, aber... gut, was soll's. Ziehen wir einfach durch. Und machen es einfach besser. Bin echt gespannt, wo es hier hingeht. Wir werden anscheinend echt noch ziemlich weit raufkommen. Nice, Alter. Was ist hier? Eine Müllhalde. Ja, wow. Ach, Moment. Hier geht's noch weiter rauf. Okay. Okay, 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 okay. Sehr gut. Komm, hoch, 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 hoch. Alter. Wahrscheinlich ist da unten Müll. Damit, falls man runterstürzt... weicher landet und ich einfach direkt verreckt. Okay. Hallo? Können wir hier? Ja, ja, wir können hier stehen. Wir können hier stehen. Gut. Okay. Oh, cool, Drachen. Wohin geht's jetzt genau? Können wir die... okay. Können wir das Seil auch andersrum benutzen? Denke man nicht, oder? Nee. Nee, würde keinen Sinn machen. Das wäre dumm. Das wäre hart dumm. Okay. Und er macht's komplett automatisch hier. Nice. Und mittlerweile sind wir echt verdammt weit oben. Nee, 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 nee. Die Seilrutsche wollen wir nicht benutzen. Wir wollen logischerweise weiter nach oben. Nur, woher müssen wir? Müssen wir hier auf dem Balken entlang? Nein, was tust du? Mann! Also manchmal läuft der automatisch am Balken entlang. Manchmal einfach nicht. Toll. Aber gut. Vielleicht war es auch ein Bug, dass wir die letzte Person nicht getroffen haben.
Und können die Scheiße jetzt endlich abschließen. Schauen wir nochmal ganz schnell durch. Und die Sachen hier werden auch angepingt. Handeln. Handeln. Nee. Nee. Holy shit, Alter. Ich weiß nicht, können wir da überhaupt hoch? Oder fehlt uns da noch dieser eine Skill? Weiß nicht, ob da überhaupt jemand dann oben auf uns wartet. Aber ich würde es einfach nochmal probieren, würde ich sagen. Ich würde es einfach nochmal probieren. Auch wenn das eventuell nochmal unseren Tod bedeuten wird. Aber ist ja nicht so schlimm. Ist ja nur ein Spiel. Hier wird man neu geboren. Alles kein Problem. Und wir müssen tatsächlich nochmal komplett außenrum. Wow, cool. Ah, ja gut. Soweit war es jetzt nicht. Wollte schon schneiden, aber nö. Brauche ich dann ja nicht. Okay. Ich muss mich ein bisschen besser mit dieser auf Balken entlanglaufen Mechanik anfreunden, weil wenn ich das nicht rausbekomme, wie die Mechanik funktioniert, werde ich hier auf jeden Fall sehr oft verrecken. Also so richtig oft. Scheint mir nämlich so eine Hauptfeature von dem Game zu sein. Und ich meine, es funktioniert ja an vielen Stellen auch sehr gut. Nur gerade war es irgendwie ein bisschen komisch. Hä, was? Hier wollte ich jetzt nicht hoch, aber... Ja, gut. Können wir... Ja. Wir können ja auf den Bogen drauf. Und dann hier drauf. Auf ganz entspannt, Alter. Auf ganz entspannt. Nice. Und kann hier ganz gechillt langlaufen. Da oben jemand? Kann von hier aus auf jeden Fall nichts erkennen. Und man hat hier tatsächlich wieder mal Musik gehört. Das ist cool. Endlich mal wieder Musik. Und ich würde so gerne mit dem Game weitermachen. Und wir müssen irgendeine Kackperson noch finden. Wo ich nicht weiß, welche. Beziehungsweise wo. Ja, unten wahrscheinlich. Aber ich bin doch überall lang gegangen. Okay, das geht nicht. Wie das manchmal rumspackt, Alter. Ah, okay. Okay, ich würde es tatsächlich nochmal so probieren. Hallo. Ach man, Aiden. Was soll das? Aiden, bitte. Ja, nicht das macht, was ich drück. Er hat's doch... Ja, genau. Ja, genau. Wunderbar, nice. Können wir hier jetzt irgendwas machen? Irgendwas Vernünftiges? Oder war das einfach nur zur Bespaßung, zur Belustigung?
Hier können sie keine... Was? Ach so, weil ich E gedrückt habe zum... Okay, ja. F hätte ich eher drücken sollen. Ich wollte die... wollt versuchen, die Luke aufzumachen. Geht nicht an der Stelle. Und gut. Zum... Was zum Teufel? Geh hoch. Okay, nice. Mit einer richtig hohen Skillstufe. Ich dachte, ich stacke gerade fest. Mit einer richtig hohen Skillstufe kann ich wahrscheinlich dann auch ganz weit auf den Turm rauf. Was mir das hier gerade bringt, hier hochzulaufen, wüsste ich jetzt allerdings nicht. Würde mal schätzen, nichts. Ich denke, wir können es einfach machen. Was war's dann auch schon? Oh, Moment! Nee, wir können hier stehen. Heißt, wir können sogar schon bis nach ganz oben. Alter, ja, Mann, dann machen wir das. Dann machen wir das. Holy shit. Das ist geil. Können wir hier nochmal... Ja. Können wir hier irgendwas entdecken? Da den Tower? Nee. Hier in der Richtung irgendwas. Ach, da. Da ist das ein Windrad? Ja, da vorne ist nochmal ein Windrad. Okay. Und das scheint es auch gewesen zu sein. Puh, gut. Dann, würde ich sagen, versuchen wir mal, uns da an das Seilchen dran zu hangeln. Ja, Mann, geil. Alter. Okay, das ist schon nice. Aber hat uns natürlich jetzt absolut nicht weitergeholfen, ne? Aber so gar nicht, einfach nur. War einfach nur eine coole Erfahrung hier im Spiel. Ich denke, das wird später nochmal relevant. Irgendwie für eine Parcours-Challenge oder so. Was dann heißt, yo. Alter. Dass sich aufs Maul gelegt hat. Wo es dann heißt, ja, versuch so schnell wie möglich da oben hinzukommen. Aber so hat es uns jetzt erstmal nichts gebracht. Gut, actually, keine Ahnung, was hier los ist. Ich denke, ich starte das Spiel nochmal neu. Vielleicht ist das tatsächlich ein Bug. Ich habe das Spiel seit der letzten Aufnahme nicht neu gestartet. Vielleicht können wir dann endlich mit der Person reden, mit der wir noch reden müssen. Aber hier scheint es irgendwie nicht weiterzugehen. Weil ich bin ja zu jedem Typen hingelaufen und habe versucht, mit denen zu reden, aber keine Chance. Ja gut. Na gut, dann bis gleich, ne? So, Leute. Wisst ihr was? Es gibt eine ganz einfache Lösung für den Scheiß hier. Und hier... Hier ist es wieder. Das wollte ich gerade noch erzählen. Die beiden haben sich ja zwischendurch immer mal wieder unterhalten und man dachte so, ja, die kommen vielleicht zusammen. Aber hier der herzzerreißende Dialog. Nein. Wird nichts. So gut sie auch zusammenpassen mögen, es wird leider nichts.
Vielleicht an einem anderen Mal. Oder in einem späteren Leben. Gut, aber jetzt zur Quest. Und zu dem Sammelgegenstand hier. Den habe ich mir auch aufgehoben. Um es aufzunehmen, wie ich ihn aufhebe. Und zwar, Leute. Wir müssen einfach nur ein wenig die Welt erkunden. Und müssen darauf warten, dass sich Harkon meldet. Ja, so einfach ist es. Und zwar außerhalb des Bazars. Wir müssen nicht die Leute innerhalb des Bazars, also wir haben anscheinend jetzt schon alle getroffen. Und müssen jetzt einfach mal nach draußen gehen. Und hier ein wenig rumlaufen. Ich bin ja hier rausgegangen. Hab dann so gesehen, okay, treffen sie Leute vom Bazar. Dachte mir dann so, ja, okay, ist dann anscheinend doch noch nicht abgeschlossen. Aber wir müssen anscheinend einfach nur ein bisschen rumlaufen. Wie gesagt. Gut. Dann machen wir das. Mann, ey. Das kann es echt nicht sein. Wenn das jetzt wirklich funktioniert. Ich bin zwar dann froh, dass es funktioniert. Aber es ist auch hart lächerlich dann, ne? Also. Das ist schon wieder so ein Dingen, wo ich mich frage, was haben sich die Leute dabei gedacht? Die hier das Spiel entwickelt haben. Wahrscheinlich gar nichts. Wahrscheinlich dachten die sie so, ist doch klar, dass man dann rausgeht und eine Nebenquest macht. Dann sollte einem vielleicht auch gesagt werden, yo, geh vielleicht mal raus und mach eine Nebenquest. Ach hier, guck mal, die Annahme dieser Quest führt zum sofortigen Übergang zur Nacht. Gut, dann machen wir mal eine Nebenquest, ne? Nachtgeschichten. Während sie die Stadt erkunden, stoßen sie auf Charaktere mit dem Symbol, Ausrufezeichen und Eieruhr. Das sind die Nachtgeschichten, Missionen, die am besten nachts abgeschlossen werden. Halten sie nach der Interaktion mit dem Charakter T, okay. Den Charakter T um zur... Was? Halten Sie... Achso, halten Sie nach der Interaktion mit dem Charakter T, um zur Abenddämmerung vorzuspulen, damit die Mission sofort... Damit die Mission sofort beginnen kann. Boah, Mann, ey, ich hab schon wieder so Probleme, was vorzulesen, ey. Kann echt nicht sein, Alter. Gut, die Annahme dieser Quest, bla bla bla. Ja, dann mach bitte. Alles okay? Man hört euch meilenweit. Das geht dich nichts an! Alter, entspann dich. Spar dir die Entschuldigung für Theodor. Geh ihn jetzt sofort suchen, sonst setzt's was. Monika, vielleicht ist es besser so. Du hast kein Recht mehr zu sagen, was besser für mich ist. Aber glaub mir, für dich wäre es besser, wenn du Theodor da rausholst. Komm schon, willst du das wirklich? Du hältst dein Leben jetzt schon für die Hölle? Wart's ab, was ich mit dir anstelle, wenn Theodor auch nur ein Haar gekrümmt wird. Wer ist Theodor? Dein Sohn? Wer ist Theodor? Theodor ist der brutalste Hurensohn im ganzen Bazar. Der gehört in ein PK-Gefängnis. Alter. Fick dich, Will. Er ist mein Freund, nicht deiner. Ja, warum soll er dir dann helfen, wenn es dein Freund ist? Ja, gut. Und was ist passiert, dass besser so ist? Ja, sag's ihm, Will. Ich konnte nicht mit ansehen, wie dieser Grobian mit meiner Schwester angebandelt hat und... Will hat Theodor in eine Dark Zone gelockt. Und jetzt wird er verdammt nochmal da reingehen und ihn rausholen. Monika, warte. Du bist ein Pilger, stimmt? Da drin ist alles chemisch verseucht. Scheiße, Theodor ist vermutlich eh schon tot. Willst du, dass ich auch drauf gehe? Selbst wenn ich ihn da drin finde, der Penner wird mich einfach umbringen. Pilger, würdest du vielleicht den Penner da rausholen? Bitte. Du hast doch gerade gesagt, dass er dich umbringt, wenn er da rauskommt. Ich habe keine andere Wahl. Hör zu, da ist noch was. Ich bin schwanger. Ich hab's heute Morgen erfahren. Theo weiß noch nichts davon. Mhm. Oh, okay. Ich werde sehen, was ich tun kann. Er wohnt in einem Apartment in der Old Shamble Street, ungefähr 200 Meter nördlich von hier. Theodor sollte im ersten Stock sein. Warte, bis es Nacht ist. Das macht es für dich einfacher. Hoffentlich hat er sich da irgendwo vor den Infizierten verschanzt. Eins noch. Weißt du, ich liebe Theodor.
aber er kann wirklich gefährlich sein. Sei vorsichtig. Okay. Also, wir müssen ihn dann wahrscheinlich überwältigen. Das wird spannend. Okay, wir haben unverbrauchte Fertigkeitspunkte. Ich denke, wir sollten das jetzt mal einlösen hier. Klettern. Sichere Landung. Und Ausdauer. Und das hier ist nicht so... Das ist nicht so nützlich, würde ich sagen. Das ist schon eigentlich geil, wie weit man da fallen kann, ne? Ja, nicht... Ich weiß es nicht, Leute. Ach komm. Nehmen wir einfach das hier. Nehmen wir einfach das. Aber ich denke, fester Griff müssten wir auch mal leveln. Also das dann als nächstes. So. Perfektes Ausweichen. Drücken Sie Leertaste, während Sie sich rückwärts... Ein erfolgreiches, perfektes Ausweichen lässt einen Feind taumeln. Wie das denn? Führen Sie einen Lufttritt aus? Das nehmen wir. Das ist halt so das Dingen, wo ich auch gesagt habe, yo, so ein Sucker Punch wäre geil. Wo man von oben einfach runterspringt und dann den Typen so richtig gut außerhalb seiner, ja, wie nennt man das? Wo man ihn dann einfach erwischen kann, wenn er nicht drauf achtet. So. Und wo müssen wir überhaupt hin? Da? Da, wo der Marker ist? Moment. Ich schau lieber nochmal. Bleibt in der Familie, ja. Okay. Okay. Wir müssen tatsächlich da drüben hin. Dann tun wir dieses. Und sehen zu, dass das schnell passiert. Aber Moment. Wie geht's dir? Kommst du zurecht? Hier drüben. Oh. Ich war hier und da. Nice. Weißt du, die besten Partys gibt's immer im Zentrum. Und genau da gehen wir jetzt hin. Ich habe einen Plan, wie wir da hinkommen. Ich erzähle dir gleich alles. Nee. Wir treffen uns auf dem Dach nahe der U-Bahn-Hauptstation. Ja, später. Hier ist ein Hemmstoffbehälter. Unten? In einem Dingen drinne? Ne, da drüben ist wahrscheinlich auch einer, aber ich denke, es ist hier das Gebäude gemeint. Wir gehen aber logischerweise erstmal... Scheiße. Okay. Hoch mit dir. Gehen aber logischerweise erstmal hier hin. Und schauen, was hier so los ist. Alter! Das wirkt so viel lebendiger alles hier. Einfach vor allem dadurch, dass da irgend so ein Vieh dann durch das Fenster rausgesprungen kommt. Das ist schon geil. Das ist schon geil, Alter. Ist hier der Eingang? Ja, Tatsache. Okay, dann beeil dich, Aiden. Infizierter besiegt. Was? Ich habe keinen Infizierten besiegt. Alter! Chemiegebiet. Halten Sie sich von Bereichen fern, die von THV-Chemikalien bedeckt sind. Da sie schnell ihre Immunität verringern. Runter da, Alter. Hallo, runter. Ja, klar, hier sind UV-Lampen. Warum auch nicht? Aber na gut, ich nehme es an. Anscheinend nochmal so ein kleines Tutorial hier an der Stelle. Hä? Ja, ist ja gut. Ist ja gut, Bro. Ach, hier müssen wir durch.
Au. Ist ein Behälter in der Nähe. Nice. Hier ist richtig viel geiler Kram. Hier ist richtig viel geiler Kram und wir hätten ihn gerade direkt ausschalten können. RIP. Aber gut. Was soll's. Dann haben wir es halt so gemacht. Und ich denke, der... Ja, der wird wahrscheinlich in der im nächsten Raum dann sein. Ich denke nicht, dass der hier ist, oder? Moment, hier ist aber noch eine Kiste. Oh, die wir aufbrechen müssen einfach nur. Na gut, dann machen wir das. Und gönnen uns den ganzen Kram hier. Hau rein, hau rein, hau rein. Okay, Werkzeuge, nice. Hau rein, Alter. Das habe ich irgendwie, wenn man sagen wollte, yo, ciao. Nee, nee. Aiden soll reinhauen, da die scheiß Kiste aufzumachen. Damit wir ja weiter können. Mal nur noch eine Minute, ne? Aber wir können natürlich auch immer wieder unsere Anzeige da auffrischen. Unsere Immunität auffrischen, indem wir hier einfach ins UV-Licht reingehen. Dass du... Was war das denn gerade? Das dürfen wir nicht vergessen. Hier ist nochmal UV-Licht. Warum auch immer. Oder ist das hier im nächsten Raum? Ja, hier im nächsten Raum. Entspann dich. Monika schicken mich. Scheiß Will. Er sollte schon mal loslaufen. Wenn ich hier rauskomme, ist er dran. Warte, beruhig dich. Nee, nix da. Ich reiß ihm die Gedärme raus und bind ihm die Krawatte draus. Ah. Oh. Ehrlich gesagt... Monika ist schwanger. Warte. Was? Was? Mit deinem Kind. Was ist das für eine komische Überlieferung, Alter? Willst du etwa sagen, dass ich... Ich werde... Alles du klar. Du bist Vater. Ach du heilige Scheiße! Das ist fantastisch! Er fällt dir erst von der Flasche um, alles klar, Alter. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Hätte ich ja, aber... Du warst vorher noch ein bisschen aufgewühlt. Was, wenn es mehr als eines ist? Vielleicht sind es ja Zwillinge. Oder Drillinge. Ja, wahrscheinlich als Maul, Alter. Wenn es ein Junge ist, will ich ihn nach dir nennen. Das solltest du am besten entscheiden. Na, das überlasse ich dir. Und jetzt raus hier. Monika wartet auf dich. Und Will hat eine Entschuldigung für dich parat. Nee, keine Entschuldigung nötig. Er hat nur rumgealbert. Wie Jungs das so machen. Nichts passiert, kein Problem. Du wirst ihm nichts tun? Machst du Witze? Den Onkel meines Kindes verletzen? Warum sollte ich sowas tun? Ich sollte Monika besser einen Antrag machen. Wenn wir nicht heiraten, fangen die Leute an zu reden. Die Leute können so gemein sein, weißt du? Ja. Ja, alles klar. Sympathischer Typ. Muss ich sagen, sympathischer Typ. Authorized personal only. Ja, nee, so. So rum. Und hier ist der Hemmstoffbehälter. Moment, ich hätte erstmal... Nein, ich hätte erstmal die Gegend überprüfen sollen. Aber es scheint hier alles im Klaren zu sein. Hemmstoff. Legendärer Verbrauchsgegenstand. Aufputschmittel. Und feste Schuhe. Artefakturenschuhe, okay. Sind direkt ausgerüstet, die Dinger. Da waren sie direkt, ne? Ja. Die ausgerüstet? Schon, ne? Ja. Okay. Das sieht echt verdammt geil aus. Nice. Dann sehen wir zu, dass wir auch hier rauskommen. Das scheint ziemlich easy zu sein. Wir müssen einfach nur hier raus. Aber
weiß nicht, ob wir da wirklich raus sollten. Was sind... Aua. Scheißdreck. Es sind halt nur Level 1 Viecher, ne? Kriegen wir hin. Was war... Ja, da ist irgendein chemisch verseuchtes Vieh. Komm, renn, Aiden. Die Jagd hat begonnen. Let's go, Alter. Da habe ich auch mal richtig Bock drauf. Muss auch mal sein. Nein, was tust du? Hoch. Schön auf die Dächer. Ich habe ganz vergessen, dass die... Ich glaube, es können uns auch Volatiles hinterherlaufen, oder? Kann das sein? Ja, ab den höheren Stufen kommen, glaube ich, auch noch Volatiles dazu. Ich glaube, wir sollten ein bisschen zusehen, dass wir in eine Safe Zone reinkommen. Nein! Ach du Scheiße. Der ist an mir vorbeigejumpt. Wir kriegen hier von allen Seiten Damage, aber die machen echt nicht so viel Damage. Und aus den ganzen Luken kommen hier Viecher raus. Ist das geil. Das ist geil. Ich finde, das hat im ersten Teil so richtig fett gefehlt. Dass einfach aus den verschiedenen Häusern und Klappen und so weiter einfach überall Viecher rauskommen. Ich meine, klar, da waren manchmal so Türen, da kamen dann irgendwelche Viecher raus. Aber so wirklich, so dass man das Gefühl hatte, das ist wirklich dynamisch, war es jetzt nicht. Mach dich ab. Ciao. Ist sogar weich gelandet, der Junge. Aber das hat ihm auch nicht mehr geholfen. Plus 18 dieser komischen Münzen. Okay, nice. Da unten braucht jemand unsere Hilfe. Mach dich ab. Mann, Alter. So. Aua. Ich dachte, wir können jetzt weiter runterspringen. Was soll das denn? Ist der auf dem Dach, der Typ? Hallo? Warum kann er nicht hoch? Scheißdreck. Komm, recover dich. Dann lass den Typen da helfen. Mach doch, mach. 7 Sekunden, Alter. Du musst mir helfen. 2 Sekunden. Ich glaube, das waren 2 Sekunden, die noch übrig waren. Reicht das? Auf Putschmittel, Regeneration. Ja, alles gut, Alter. Ich hätte zwar gern ein bisschen Kohle gehabt, das war halt, früher oder später mal eine geilere Waffe kaufen können. Aber gut. Was soll's. Ich denke, wir werden jetzt noch zur aktuellen Mission rüber parkouren. Und dann würde ich sagen, lassen wir es für heute auch erstmal gut sein. Bei der Wandgemälde. What the fuck, Sammelobjekt. Nee. Alter, was ist hier los, Bro? Wir müssen uns auf jeden Fall von Viechern in Acht nehmen. Die sind hier viel aktiver und aufmerksamer als im ersten Teil. Zumindest gibt es nochmal mehr Unterstufen, die einen leichter erkennen. Vorher gab es ja wirklich dann nur Volatiles, die einen dann instant hinterhergerannt sind und die einen verfolgt haben.
Hier gibt es dann ja auch diese Heuler, die einen spotten können. Die dann verschiedene Jagdstufen eröffnen können. Das ist hier schon geil. Das ist schon richtig geil. Was ist hier? Waren wir schon? Ich habe seit Monaten nicht gesehen wegen dieser albernen Blockade des Stadtzentrums. Wir brauchen den Saft, um die UV-Lampe. Anscheinend. Ein bekannter Ort. Ich würde ihn eigentlich gern noch entdecken. Ja, ja, ist ja gut. Die Scheiße brennt sich bis auf die Knochen durch. Ich habe nie geglaubt, dass die Night Runner echt sind. Also Märchen, wenn du mich fragst. Also den Spruch habe ich schon öfters gehört. Das mit den Chemikalien. Ich weiß, Bruder. Ich weiß. Komm, ey. Gehen wir halt hier lang. Und... Okay. Ja, machen wir alles noch. Machen wir alles noch. Ich hoffe, das ist okay, wenn man das nicht direkt macht. Was ist das denn? Iiii. Holy shit. Nee. Nee, Alter. Aua. Ich will doch einfach nur den Scheißplatz. Ach so. Haben wir. Haben wir schon, okay. Ich hoffe, das ist okay, wenn man nicht direkt die Hemmstoffbehälter aufmacht oder einsammelt, was auch immer. Und das erst später macht. Und ich hoffe wirklich, dass ein das nicht... Ach man, ey. Dass ein das nicht... Sword auf Eier geht hinterher mit dem Suchen der ganzen Hemmstoffbehälter. Mann, mach doch das, was ich drücke, bitte. Holy shit. Nee. Okay. Er hat zwar geschrien, aber die Viecher haben keinen Plan, wo ich bin. Ja. Was muss ich denn drücken? Muss ich nochmal Leertaste drücken? Um die Geschwindigkeit beizubehalten? Scheiße, ich würde gerne aufs Dach. Ich würde gerne aufs Dach, aber ich kann nicht. Es ging nicht. Weil es hier keinen Ort gab, wo ich rauf konnte. Ja, aber geh doch da bitte rauf. Holy shit. Das wird mit dem Greifhaken hinterher alles einfacher, aber solange wir den noch nicht haben, haben wir überhaupt keine Gewissheit, ob wir hier überhaupt ins Sichere gelangen. Die Jagd ist vorbei. Alles klar. Und hier ist Hakon. Gut, dann werden wir hier jetzt erstmal eine Runde chillen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ich hoffe, dann schaltet ihr auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es dann endlich mit der Hauptquest weitergeht.